Der erste Warp. Drei, zwei, eins, Boys, hier am Start. Hallihallo Leute, heute zum neuen kompetenten Gameplay von mir auf der Map Bakara. Er spielt mit der Schalldämpfer vorne oben. Als zweiter Waffe ist die Skorpion ohne irgendetwas. Dann habe ich als Abschussserie dabei den Hubschrauber, den Bayflow und den Osprey Gunner oder Osprey Schützen, wie er auf Deutsch heißt. Es ist das ein Jubiläums Gameplay. Das ist meine erste Morb auf dem PC und meine erste Morb überhaupt auch noch dazu. Ja, okay. Ja, ich habe früher nicht oft MW3 gespielt, deswegen könnt ihr mich jetzt natürlich hey, oh, hat er noch nie eine Morb und so. Und wenn ihr es macht, ist mir auch eigentlich scheißegal. Wie gesagt, ich hatte auch noch die Claimer und das Trophy System dabei. Aber ich werde dies nicht verwenden, es steht nur dumm herum. Es sind heute drei kleine Themen. Das erste Thema ist, werdet ihr euch etwas von der neuen Generation kaufen? Das heißt PlayStation 4, Xbox 720 oder einen besseren PC oder überhaupt irgendetwas. Gleich vorweg, ich werde mir nichts kaufen. Wenn ich mir was kaufen würde, würde ich mir die PlayStation 4 auf jeden Fall kaufen, weil ich habe mir, ich bin aber eingeschlafen leider, von Donnerstag auf Freitag, am 20. Februar war das, habe ich das Meeting angeschaut, das bei uns um 0 Uhr gestartet ist, unserer Zeit nach, und in der Früh in Japan und China und am Abend in Amerika. Ja, wenn ihr weitere Infos haben wollt, schaut einfach mal unten in der Beschreibung, dort wird ein Link scheinen durch die Sonne sein natürlich, und ja, okay. Thema 2, ich suche noch Leute für den nächsten Freitagstalk, also ihr, der nächste Freitag, da mache ich wieder einen Talk. Ich habe auch schon zwei, drei Fragen, die ich da von Abonnenten habe, und noch ein paar Fragen werde ich mir selbst ausdenken, die ich auch natürlich dann euch, wenn ihr mal da mitmachen will, stellen werde. Ja, und jetzt zu dem eigentlichen Thema. Es geht wieder mal um Pferdefleisch. Es war ja als erstes in der Lasagne, dann in den Tortellinis und jetzt auch noch im Kebab-Döner. Und das finde ich echt scheiße von denen, dass die in Kebab und Döner Pferd rein haben. Ne, ist mir eigentlich scheißegal, ob da ein Pferd drin ist. Solange ich das nicht schmecke, ist mir das egal. Also, aber ich finde das trotzdem ein bisschen arg, weil wenn ihr jetzt ein Pferd esst, könnt ihr genauso einen Hund essen und, oder eine Katze. Und deswegen ist das schon ein bisschen ja, vom Gesetz her nicht so. Dann noch das hauptsächliche Problem eigentlich. Du bist jetzt Muslime und willst ja auch kein Schwein essen, weil du darfst ja vom Koran aus kein Schwein essen. Und dann isst du ein Rindfleisch und kannst ja aber nicht sicher sein, ob da wirklich kein Fleisch drin ist. Das ist halt sehr traurig. Ja, oder wenn du ein Rind bist, willst du ja auch kein Schweinefleisch essen, wenn da dein Bruder drin ist. Also, nee, Spaß. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder vom Gameplay. Der Endscore ist dann 160 zu 16, glaube ich. Also, es war richtig eine geile Runde auf Mission. Nee. Habe ich vorher Bakaras ja, Mission. Es war auch ein, Team Deathmatch, ein Hardcore Team Deathmatch auf jeden Fall. Ich habe auch die Mob erreicht, wie schon gesagt. Die Mother of All Bombs ist endlich auch bei mir angekommen. Ja, am Freitag hoffentlich finde ich irgendwen wieder. Und jetzt seht ihr dann gleich die Mob. Ja, hier meine erste Mob. Passt, Jungs und Mädels. Bis zum nächsten Mal, euer Poisons.